Moin moin und herzlich willkommen zu Evergate. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Neues Spiel, let's go, angehoppelt oder wie auch immer. Es ist ein Jump-One-Spiel. Aber anscheinend mit Maus. Guck mal, ich habe eine Maus. Stone Laterne. Hey, listen. Guten Tag. Guck mal, ich setze mir eine Brille auf. Hier. Wir sind eine Seele. Eine Seele von diesem Baum hier. Können wir nicht mit Controller spielen? Doch, können wir auch. Drücke A, um höher zu springen. Hui. Boah, schon sehr hoch. Wang. Hoppli hopp. Hoppli hopp. Ah, willkommen im Jenseits, Ki. Du warst ein ganzes Leben lang weg. Meine alten Knochen sind immer noch genauso müde wie an dem Tag, als du gingst. Dann bringen wir dich mal zum Evergate und zurück zur Erde. Schnell, bevor dieser sonderbare Sturm mir noch mehr Ärger macht. Ab zum Evergate. Woo. Ja, wir hüpfen aber auch hier wie Gummibärchen. Gummibären hüpfen hier und da und wohnen nicht noch überall. Deine Reise zum Evergate erfordert eine uralte Macht des Jenseits. Die Seelenflamme. Lass mich seine Kräfte neu in dir wecken. Fühlst du nun die Energie? Nun versuche die Seelenflamme einzusetzen. Erzeuge einen Strahl deiner Seelenflamme. Hui, 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 hui. An Trampolin. Erzeuge den Strahl deiner Seelenflamme. Wohin damit? Boing, boing. Boing. Aber während wir fliegen... Okay, Zeit verlangsamen. Moin. Dies ist der Nordzugang. Verwende deine Seelenflamme, um ihn zu aktivieren und öffne ein Portal zum Evergate. Aktiviere die drei Siegelsteine und ich habe vergessen, das Spiel in meinen Titel reinzuschreiben. Habe ich doch nicht vergessen, es steht im Titel, Entschuldigung. Erziele auf jeden Stein und entzünde deine Seelenflamme. Entzünde deine Seelenflamme, um den Stein zu aktivieren. Peng! Die Seelenflamme entzündet sich nur, wenn sie auf weiße Oberflächen gerichtet wird, die als die Quelle bekannt sind. Ziele auf die Quelle und versuche es. Pow. Pow. Feinde! Feinde! Was waren das für Albträume, die der Sturm entfesselt hat? Sie haben die Zugangskristalle verstreut. Du musst die Aktivierung des Zugangs selbst beenden. Ich muss die Felder vor dem Albträumen schützen. Entzünde deine Seelenflamme, um die Macht jeden Kristalls freizusetzen. Ich bin mir sicher, dass du das Evergate problemlos erreichen wirst. Weg. Ja, dann müssen wir doch einfach den... Piu. Piu. Ach so, da müssen wir so... durchschießen. Ach so.
Pium. Pium. Okay. Okay, es wird also später, wird das anscheinend viel mit Rätseln zu tun haben. Weil man muss ja mit dem Strahl genauso treffen und immer mit dem Weiß und so. Und dann muss man wahrscheinlich über Ecken mit Spiegeln arbeiten und so. Und dann spiegelt und dann Biung und dann Biung und dann Biung und dann Biung und dann Peng. Evergate. Eine Seele. Oh, kalt. Haben wir in letzter Zeit nicht mehr so viele zu Gesicht bekommen? Komm. Er ist auch selbst eine Seele. Whee. Whee. Das Evergate ist dort. Geh zu ihm. Es wird dich zurück zur Erde bringen. Oh, die Erde. Bring mich im Körper von einem Schwein. Ein Buch der Erinnerungen? Unmöglich! Das Evergate gibt Seelen niemals Erinnerungen preis. Doch mir ja. Bin was Besonderes. Uff. China. 1715. Geheimer Garten. Bestzeit. Gesammelte Essenz. Let's go. Ab nach China. Okay, und das ist das eigentliche Spiel hier. Da müssen wir hin. Erreiche das Tor. Nutze die Kristalle, um die Lücke zu überqueren. Halte Ü, um zurückzusetzen. Ja, guck. Wir müssen hier so abschießen. Also so von unten zum Beispiel. Pam. Pau. 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 Oh. Pum. Aber ich will auch da hoch eigentlich. Aber man muss. Oh lol, wir müssen. Warte mal. Und dann müssen wir komplett von vorne. Oh Mann. So, sonst kommen wir nicht anders hoch. So. Pum. 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 Zack. Pum. Muss ich mich das einsammeln? Ja. Und jetzt so. Pow. Ich kann mir vorstellen, dass das später noch richtig anstrengend sein wird dann. Ich habe gedacht, das ist jetzt wie Crash Bandicoot, weißt du? Sammle alle Blätter, zerstöre alle Kristalle und erreiche schnell das Tor. In 12 Sekunden. Herausforderung ab, schließe optionale Herausforderungen ab und erreiche das Tor, um Essenzen zu erhalten. Essenzen schalten Artefakte frei. Rüste sie aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Versuche 3 Essenzen zu erhalten, um dein erstes Artefakt freizuschalten. Warte mal, was? LB? Okay, das sind unsere Fähigkeiten. Ja, dann fangen wir nochmal von vorne an, so. Oh, und nochmal von vorne. Patsch. Patsch. Oh nein, nicht wieder zurück. Ah, scheiße, scheiße. Okay, nochmal. Oh Mann, das kann ja... Oh, das kann wirklich kacke werden. Ja, das wird bestimmt noch richtig herausfordernd werden. Ja. Oh Mann. So. Oh, shit.
Ah, gerettet. Puh. Und warte mal. Wir müssen ja erstmal hier den einsammeln. Huiu. Und in wie vielen Sekunden haben wir es geschafft? Ah, links läuft ja schon die Zeit. In 17 Sekunden. Okay, aber was für Dinger haben wir denn jetzt gekriegt? Erhöht Schubkraft um 20. Kommen wir auch ein Level wieder zurück? Kommen wir nicht, ne? Okay, das war nix. Ich komme! Nicht. Warte mal, das war nichts. Ich muss ja erstmal hier hoch. So. Einmal hier rüber. Jawohl. Ja, das war wohl nichts, ne? Hallo. Präzise? Okay, man kann auch präzise machen. Weil so Herausforderung ist das ja nur, weil man alles haben will, ne? Dieses alles Einsammel-Ding. Das ist ja das, was so herausfordernd ist, wenn man alles einsammeln möchte. Ah, okay, alles klar, gut. Hallo? Whee! 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 Oh, oh. Oh, shit! Okay. Oh Mann. Und vor allem, wie soll man das denn so in 10 Sekunden schaffen oder so? Ist ja unmöglich schon fast. Oh Mann. Dritte Level und schon Katastrophe hier. Oh. Uiuiui. Aber hä? Wie soll ich das denn machen, dass wir hier zum Beispiel beide kriegen? Daneben! Ich glaube, da muss man irgendwie so vielleicht. Bringt zwar. Nee, das ist ja irgendwie alles falsch hier, ne? Da, so wäre das nix, du. So wäre das nix. Ich glaube, wir müssen hier ein Kristall erstmal liegen lassen. Obwohl so. Ah, nee, warte mal, so. Ja. Und jetzt hier wieder den zurück. Turn. Oh shit. Nein, kann ich. Ich will von da oben. Von da oben. Von da will ich. Von da. Aber jetzt habe ich das verstanden.
Oh Mann. Pum. Pum. So, jetzt erstmal darüber wieder. So. Patsch. Einmal hier rüber. Und jetzt. Nein! Oh nee! Nee! Und eigentlich wollte ich ja von da aus, aber ich glaube, von da kommen wir gar nicht rüber, ne? Okay, ich glaube nicht, dass ich das Spiel durchgespielt bekomme. Ich glaube, dafür bin ich zu schlecht. Ich schaffe es ja nicht mal so. Also zum Tor schaffe ich das, ja. Aber vielleicht sollte ich auch. Warte mal. Also den ja, aber den überspringen. Den da. Also den muss ich ja machen. Pung. Den überspringen wir erstmal. Pjung. 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 Zwei auf einmal. Zu schnell gedrückt. Pjung. 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 Aber, oh Mann. Okay, jetzt weiß ich aber auch, warum man mit der Maus spielen kann. Achso, mit. Ich muss erstmal gucken, wie man das so natürlich macht. So. Pow. Weil mit der Maus kann ich ja viel besser lenken. Oh shit. Nee, ich hab mich so sehr an Dingsen gewöhnt. Ein Controller, ich mach das mit Controller. Ja, guck, jetzt habe ich schon vergessen, wie das überhaupt funktioniert. Oh, jetzt habe ich den Knopf nicht gekriegt. Alter, ich hänge hier gut an einem Level, ne? Ich glaube, das Spiel ist wirklich mein Endgegner. Also ich bin echt nicht gut in sowas. Wiu, zack. Jawoll. Pam. Aber nicht in der Zeit geschafft, ne? Wie soll man das denn noch schneller machen? Das sind irgendwelche Erinnerungen, ne? Pjung. Hä? Guck mal, das sollen wir auch in 15 Sekunden schaffen, ja. Junge, Junge. Ja, verkackt. Es kommt ja auch dann auch immer drauf an, mit was für Winkeln man hier. In welchem Winkel man das dann auch hier macht, ne? Zum Beispiel fängt man jetzt hier erstmal an. Ist die Frage. Ja, kann man machen. Okay. Ja, YouTube ab. Hui. Ich glaube, wir müssen erstmal hier hoch. Okay. Und von hier aus. Das ist ein Spiel, du. Das ist jetzt kein Schmutzspiel, aber es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Das hier ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ich bin nicht gut in Herausforderungen meistern.
Alter. Also ich könnte natürlich auch so. Aber so ist, glaube ich, so ist doof, ne? Ich weiß auch noch nicht. Huja! Heya! Oh, jetzt habe ich den darüber geschoben. Schwein versteht nichts. Habe ich das Gefühl. Schwein versteht nicht, was ich von ihr will. Schwein, verstehst du nicht, was ich von ihr will? Das Schwein versteht das anscheinend nicht. Dann mach ich das selber. So, was ist jetzt hier los? Wo bin ich? Da unten bin ich. Dann müssen wir eine Blume aufmachen. Okay. Oh. Doch, aber ich kann gerade nicht. Warum? Was machst du? Oh. Also hier müssen wir aufmachen. Dann nochmal, damit wir da hochkommen. Hä? Und ach, man muss was damit machen? Hä? Ja, hab es. Oh oh. Boah, gerade so noch, okay. Ja. Ja, ach komm, kann's vergessen. Ah, shit. Oder? Ja, haut doch. Okay. Whee! Mano! Zack. 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 Ja, hab Chipsfinger. Warum hast du Chipsfinger und ich nicht? Was ist jetzt denn los? Ja. Ja. Heia! Oh nee! Ich will es schon haben, ne? Warte mal, haben wir denn noch mehr? Ja, wir haben jetzt hier verringert Fallgeschwindigkeit um 65%. Ach, kann man auch noch ausrüsten? Schubkraft. Nehmen wir mehr Schub? Piu! Piu! Yo! Yo, bis nach Mappen hin! Guck mal, da haben wir das. Pow. Ja, jetzt fliegen wir sogar zu weit. Pow. Pow. Punch. 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 Jo, hab es. Ja, nicht. Mann, zu viel Schub. So, den einen, den haben wir dann ja schon, ne? So. Müssen wir eigentlich hier die ganze Zeit so hin und her. Hier vielleicht. Immer so. Ah, ne, jetzt. Jetzt haben wir es vergessen. Ja, jetzt. Ah. Mann. Hui. Weil du dir keine Chips kaufen tust? Ich hab dafür Nutella-Dinger. Du nicht. Du hast dafür keine Nutella-Dinger. Ja, Mann. Wollen wir erstmal die Level so schaffen, bevor wir hier alles einsammeln? Ich meine, das schaffe ich eh nie.
Also sind wir doch mal ehrlich, das schaffe ich eh nie. Ich werde niemals... Ach, komm schon, jetzt... Ach, Mann! Dann gönn die Nutella-Kekse. Mit Salmonellen, ne? Hui! Quatsch! So, und jetzt hier, um wieder hochzukommen. Wir schaffen halt nur die Zeit halt nicht, aber egal. So, was ist hier jetzt los? Pong, pong, pong. Okay, das war ja schon mal gar nichts. Also hier hoch, da runter. Ah, jetzt haben wir das Ding nicht gekriegt. Okay, also hier hoch, da runter, jetzt hier wieder hoch. So, jetzt haben wir das Ding da oben kaputt gemacht. So. 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 Okay, jetzt sind wir hier. Puh, das war nix. So. Nee. Huiua. Mal eben das hier einsnacken. Das war einfach. Ach Quatsch, keine Salmonellen. Bestimmt. Salmonellenverseuchte Kekse sind das. Vor allem, die sind auch nicht ewig haltbar, ne? Nur bis nächsten Monat, 22.06. Dann laufen die auch schon ab. Also haben die bestimmt schon ewig bei dem im Lager stehen. Du bist zurück. Ich hatte mich schon gefragt, ob du je zurückkehrst. Du hättest nicht ohne meine Erlaubnis gehen sollen. Das kann... Eine weitere Erinnerung. Das Evergate scheint nicht zu wollen, dass du wiedergeboren wirst. Aber diese Erinnerung... sind nicht deine, aber dennoch kannst du sie betreten. Sonderbar. Wessen Erinnerungen sind das? Das ist wirklich nicht lange. Ja gut, iss sie lieber nicht. Doch, ich esse sie. Hallo, natürlich esse ich sie. Aber die verschenken sie bestimmt, weil sie gehört haben. Salmonellengefahr. Guck mal, geheimer Garten, da haben wir alles geschafft. Bis auf die Schnelligkeit. Bei der nächsten Bestellung mal ansprechen. Ich habe das ja schon bei der letzten Bestellung. Ich habe gefragt, mit oder ohne Salmonellen? Der Fahrer meinte ohne. Was ist das denn jetzt? Ach, der macht das direkt unter uns. Ah! Also da, wo wir gerade sind. Also ich könnte jetzt auch hier einfach machen. Oder einfach jetzt hier unten, dann ist das da. Okay. Zang. Doppelt. Psch, autsch. Okay, vielleicht sollte man hier weniger Schubkraft machen. Habe ich das Gefühl. Oh nee. Ja, wollen wir jetzt die Sachen holen oder nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es bleibt bei einem angehoppelt, oder? Ich habe erst gedacht, das wird vielleicht ein schönes Live-Let's Play, aber das ist mir dann hier doch ein bisschen zu wild.
Nee. Da haben wir was verkackt. Pum. Achso, nee, da muss ich ja so hier hochschießen. Pum. Warte, noch ein bisschen warten. Piep. Ja, dann gereicht ein angehoppelt. Nein! Oh, erzähl mir nichts, dass ich auch noch da runterrutsch. So. Mal so. Pum, hi. Oh nee. Ja. Ui. Watch. Ich habe einen Kristall vergessen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Level, da fängt das langsam an, schwer zu werden. Guck mal, die Dinger gehen gar nicht kaputt, wa? Ja. Oh Mann, oh. Help me. Egal. Hauptsache am Ziel. Eine Sekunde noch. Geschafft. Wenigstens das. Steini? Was? Steini? Erdkristallplattformen sind 100% größer. Das Ding ist. Warte mal. Man darf ja nur eins, ne? Das ist auch ein bisschen doof. Einfach weitermachen. Alle Kristalle zu sammeln, ah, das ist Kopfschmerzerei, du. Unnötiges Kopfgeficke. Ja, wie kriegt man denn den jetzt kaputt? Achso, er macht den kaputt. Normal machen. Das müssen wir auch wieder. Oh. Allein wenn ich schon sehe, dass man das in 30 Sekunden schaffen muss, heißt das ja nur, dass es ja schon ewig lange hier dauert. So. Dann wird das wenigstens. Okay, meine Damen und Herren, das war Evergate. Wenn es dir Spaß gemacht hat,
Dann findest du das Spiel in der Videobeschreibung. Kostet 10 Euro, bei Gamimo wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger, aber das ist mir wirklich zu schwer. Hier muss ich wirklich aufgeben. Also klar, ich könnte mich jetzt noch ein bisschen da reinfuchsen und dann ein bisschen würde ich noch schaffen, aber ey, das schaffe ich nicht. Das Spiel ist zu schwer für mich. Das ist nicht mein Genre. So, ein angehoppelt. Aber es hat trotzdem für die halbe Stunde Spaß gemacht. Aber ansonsten ist das Game hübsch in der Grafik und Story. Die Story haben wir auch noch nicht so richtig mitgekriegt. Aber das reicht. Wir sehen uns im nächsten Game. Tschüss.